Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu The Last of Us Left Behind. Gemeinsam mit unserer Freundin Riley machen wir hier wieder das Shopping Center unsicher. In der letzten Folge gab es ja Steine werfen und nun will sie uns woanders hinführen. Was machen wir hier? Ich find's ziemlich gruselig. Also, wir dachten ja, dass nur ein paar Stadtteile Energie bekommen, stimmt's? Ja. Komm mal mit. Der Strom funktioniert noch überall, oder was ist? Riley ja mittlerweile bei den Fireflies. Anscheinend aber eine gute alte Freundin. Also, es stimmt. Die ganze Stadt hat Strom. Die haben bloß die Sicherungen umgelegt. Du musst sie nur wieder einschalten. Okay, dann wollen wir das mal versuchen. Das funktioniert niemals. Was habe ich gesagt? Heißt das, das ganze Center hat Licht? Finden wir es raus. Okay, der Strom funktioniert überall, aber warum bündeln die Energie? Wahrscheinlich, um Energie zu sparen, oder was? Deswegen kein Strom mehr für das ganze Center, für die Shopping Mall, in der wir uns hier rumtreiben. Und was will uns Riley zeigen? Das musst du sehen. Oh, warte, ich weiß, was du vorhast. Ich bin echt froh, dass du nicht tot bist. Ich meine, ich bin froh, dass wir wieder zusammen sind und... Hab's nicht so gemeint. All das Zeug, das ich gesagt habe, bevor ich wegging, war nicht so gemeint. Riley... Du bist so sentimental. Du Kuh, du hast angefangen! Oh Mann. Bist du bereit? Total. Ist das dein Ernst? Und wieder ein Szenenwechsel. Ja, da müssen wir nämlich auch noch hin. Der Szenensprung hier wieder zurück zur Situation mit Joel. Und davor die Vorgeschichte mit Riley, die uns was gezeigt hat. Und ich erahne schon, was sie uns gezeigt hat, wisst ihr wahrscheinlich auch alle schon. Aber ich will ja jetzt nicht spoilern, ne? Wäre ja blöd. Gucken wir mal, ob das Türchen hier aufbekommen. Besten Dank, Militär. Geht das auch irgendwie an? Folge den Kabeln. Stimmt, Joel? Ja, und offensichtlich hatten Riley, die gute Riley und Ellie ein paar Streitereien. Die dann vielleicht auch zum Bruch geführt haben und die dazu geführt haben, dass sich Riley dann den Fireflies offensichtlich angeschlossen hat. Sie hatte jemanden verfolgt. Und hier gibt's Munition. Und Munition bedeutet Ärger. Uiuiuiui. Erstmal ordentlich umschauen hier weiterhin. Dazu hatten wir ja kaum Zeit, als wir hier runtergesprungen sind. Aber hier könnte sich sowas befinden, was wir irgendwie benutzen können. Und damit... Oh, seht ihr mal. Ein kleiner Snack. Dann brauche ich mal die Taschenlampe. Da lag doch noch was, oder? Nee? Ich habe da so ein Funkeln gesehen. Hammer. Dann können wir ja mittlerweile schon richtig ordentlich was produzieren. So, nachladen sollten wir auch mal. Das stimmt schon. Da ist was dran. Falls jetzt hier irgendwie uns ein Vieh in die Quere kommt, will ich vorbereitet sein. Denn wir wissen, hier in diesem Einkaufscenter treiben sich Klicker rum. In dem Einkaufscenter in Colorado. Ein Zehensprung ebenfalls in einem Einkaufscenter. Vielleicht wieder ein historischer Hint der Entwickler. Wir fressen uns hier erstmal gesund. Da müssen wir das Medipack gar nicht benutzen. Und hier gibt es richtig, richtig viel Krempel, den noch keiner ausgebeutet hat. Das gefällt mir natürlich sehr, denn daraus können wir wieder Sachen basteln. Ein letzter Brief. Die Atrium-Notiz. Da die Vorräte zur Neige gehen, sind Gefreiter Eugene, Alice und ich in der Hoffnung, zusätzliche Vorräte besorgen zu können, zum Ladedock gegangen. Wir wurden unvorbereitet überrascht, als uns eine Gruppe von etwa einem halben Dutzend Infizierter des zweiten Stadiums angriff. Wir haben die Gefahr neutralisiert,
Allerdings erst, nachdem Alice gebissen wurde. Nach einer hitzigen Diskussion, in der Gefreiter Alice versuchte, sich das Leben zu nehmen, habe ich ihn kampfunfähig gemacht. Anschließend nahm ich es selbst auf mich, gegen das Protokoll zu verstoßen. Ich isolierte die Infektion mit einem Druckverband. Ich fand eine chirurgische Säge im verlassenen Notlager und reinigte sie. Ich verabreichte Gefreiter Alice Morphium, bevor ich seinen Arm einige Zoll über dem Biss amputierte. Ich bin zuversichtlich, dass der Gefreite, sobald er das Bewusstsein wiedererlangt, von der Cordyceps-Infektion befreit ist. Captain Regan Francis. Das hört sich ja nicht so gesund an. Oh Mann, oh Mann. Hier wurde wohl die Amputation durchgeführt. Alter, ist das... Da ist noch die Hand, die alte. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Liebe Freunde. Liebe Freunde. Dass hier keine ordentlichen medizinischen Mittel mehr gibt. Das sieht schon sehr geplündert aus, alles aber doch nicht so richtig, ne? So, gucken wir mal kurz, ob wir nicht irgendwas basteln können. Mittlerweile, ja, da funktioniert die Nagelbombe. Medikit hätten wir auch bald, wenn wir Alkohol finden würden, mehr. Aber die Nagelbombe ist Gold wert in Gefahrensituationen, deswegen bastel ich die direkt mal. Sehr schön. Wir gehen aber jetzt lieber wieder auf die Pistole. Was haben wir denn da vorne noch? Da geht's auch noch weiter. Immer schön alles unter die Lupe nehmen. Stell dir die Energieversorgung im Flüchtlingslager wieder ein. Ja, ja, aber immer in der Ruhe. Ich brauche jetzt noch gar keine Tipps oder Hinweise. Ich suche ja jetzt hier erstmal gemütlich alles ab. Denn ich genieße diesen Titel, ja. Ich will ja möglichst alles mitnehmen und hätte sonst auch diese Munition übersehen. Und das gäbe ja richtig Ärger. Sarazar, du Idiot. Hast du wieder was übersehen? Ja, ja, passiert. Wird mir auch noch öfter passieren, wie gesagt. So, was haben wir denn da? Zerbrochene Scheibe. Okay, nach da oben kommen wir also nicht. Das bedeutet, wir gehen jetzt hier weiter. Haben in diesem Areal, denke ich, das meiste mitgenommen, was mitzunehmen war. Immer eine Nagelbombe produziert. Boah. Oh Gott! Scheiß Katze. Jetzt wird's interessant. Da kommen wir nicht weiter. Durch das Wasser? Und wir erinnern uns, Ellie kann nicht schwimmen. Oh mein Gott! Ist ja kalt. Der ganze Laden ist geflutet. Verdammt! Soll ich hier verrecken? Oh, die Katze macht mich fertig. Verdammter Mist. Oh oh. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass gleich hier was passieren wird. Oh Mann. Special Cola, eiskalt. Eiskalt ist auch das Wasser hier. Da ist der Generator. Hier haben wir es. Soll ich den einfach anhauen? Oder soll ich vielleicht erstmal das Gebiet ein bisschen unter die Lupe nehmen? Weil wenn er anspringt, macht er auch Geräusche und Geräusche rufen natürlich auch die Klicker hervor. Was haben wir denn da? Braucht Saft. Okay, ich glaube, es wäre ratsam, erstmal das ganze Gebiet hier abzusuchen. Und es wäre ratsam, wahrscheinlich auch die Knarre mal ein bisschen in die Hand zu nehmen, denn die Musik deutet schon einiges an. Was nicht so ganz nach meinem Gusto ist. Hier haben wir noch Munition. Okay, hier gibt es auf jeden Fall Action. So viel Munition liegt hier nicht grundlos rum. Immer schön auf den Schädel schießen. Das ist die Devise, wenn die Viecher auftauchen. Okay, wir sind voll. Ich kann nochmal nachladen gerade.
Wäre wahrscheinlich angebracht in dieser Situation. Ziegelstein? Also die Atmosphäre ist schon richtig, richtig schön gruselig. Ich finde es super. Hunger haben wir keinen mehr. Da ist noch Munition. Lag da hinten noch mehr? Ich dachte, ich hätte da noch was ausgemacht. Ich war mir nicht sicher. Hat wieder die Taschen, aber da muss man erstmal kurz am Controller rütteln, damit das wieder geht. Hier darf man übrigens nicht rauchen, wäre nicht angebracht. Okay. Wir müssen den Strom anstellen. Und ich glaube, dass wir dann Gesellschaft bekommen. Ich bin mir ziemlich sicher, weil das wird wahrscheinlich ein bisschen lauter werden. Das ist jetzt ziemlich spannend. Nachdem wir in der letzten Folge eher so ein paar Lebensereignisse von Ellie erfahren haben, geht es jetzt wieder mit der Spannung weiter. Das erzeugt wahrscheinlich vor allem dann die Situation mit Joel, wo sie halt ihm helfen muss. Okay, jetzt. Nicht? Na super. Kein Saft. Da liegt auch noch eine Notiz, die ich mir natürlich anschauen will, die Generatornotiz. So, der Zustand des gefreiten Alice hat sich verschlechtert. Er glüht geradezu und konnte kein Essen bei sich behalten. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht, vielleicht war die Amputation zu spät. Vielleicht verwandelt er sich, wenn ich ihn nicht beobachte. Und das Infektionsprotokoll. Wir haben bei Officer Caulfield getan, was notwendig war. Wem mache ich eigentlich etwas vor? Wir haben Larry ermordet. Alice hielt ihn am Boden und ich erschoss ihn wie einen räudigen Köter. Seine Schreie gehen mir nicht aus dem Kopf. Regan, bitte. Ich habe immer noch Zeit. Tu das nicht. Alice, was haben wir getan? Was wäre, wenn ich einfach verschwinde? Was, wenn ich mich einfach aus dem Staub machte? Tut mir leid, Alice. Naja, weil der DLC so kurz ist, lese ich diese Texte natürlich mit vor. Da vorne ist ein Kanister. Da ist nur ein Ziegelstein. Und es sah nicht gut aus um die Jungs hier. Um die Soldaten, die hier abgestürzt sind. Leer. Vielleicht finde ich welches. Bei den LKWs vielleicht. Vielleicht können wir da was absaugen. Hier vorne liegt auch noch Munition und ein Molotow. Ist das doch, oder? Shit, ich trau mich gar nicht, ehrlich gesagt. Aber ich muss es wohl tun. Da oben liegt auch noch ein paar bisschen Krempel. Wir sind nicht alleine. Ich wusste es. Oh, Scheiße. Stalker. Shit, zwei Stück mache ich aus. Stalker sind gar nicht nett. Ja, die Taschenlampe weiß ich, die kann ich wieder anstellen, aber... Okay, ich muss die irgendwie erwischen. Wenn ich schieße, muss ich sofort treffen. Okay, der nächste bitte. Da kommen mehr. Oh mein Gott. Shit. Jetzt wird's eng. Boah! Junge, Junge. Oh mein Gott. Jetzt wird's richtig übel hier. Wo sind die? Da vorne kommt einer rüber. Da ist aber auch noch einer. Ich hab den Kopf nicht. Also geht's auch im Notfall, wenn's sein muss. Nachladen. Wir können die Munition wirklich gebrauchen gerade. Da
Da ist noch einer. Da. Komm ruhig her. Drei Treffer, zu viel. Puh. Waren das alle? Ja, klingt so. Okay. Aber jetzt Benzin. Eieieiei. Medikit. Da ist ein Medikit. Das darf ich mir nicht entgehen lassen. Und was kann ich da oben? Habe ich das jetzt genommen? Indem ich einfach davor stand? Ich glaube ja. Da liegt aber noch was, oder komme ich nicht dran? Wie zur Hölle? Klebeband oder sowas? Ist aber auch egal. Ich gehe einmal rum. Ich kann da nicht hochklettern. Jetzt erstmal das Benzin. Leer. Shit. Und dafür haben wir das durchgestanden. Nee, da komme ich nicht hoch. Okay, der nächste LKW. Und ich weiß natürlich nicht, ob jetzt hier noch Viecher kommen. Wir haben glücklicherweise auch noch unser Messerchen bereit. Jackpot. Okay, wie geht das? Schlauch reinstecken und einfach ansaugen. Ja, schmeckt nicht so gut. Aber es klappt. So, und damit jetzt zurück. Zum Generator, wo dann der Strom anspringt. Und wir hoffentlich wieder Saft haben. Komm schon. Okay. Hui, 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 hui. Und... Action! Na komm schon, du Scheißteil. Spring an! Boff! Wow! Denk dran. Finger weg vom Elektrowasser. Verstanden? Ich hab einen Herzinfarkt bekommen gerade. Ohne Mist. Heiliger Bimbam. Heieiei. Ich dachte, jetzt geht's ab. Ich wollte schon laufen. Ich wollte schon die Beine in die Hand nehmen. So, hier kommen wir auf jeden Fall rein. Gut. Die Tür ist auf. Und da können wir an die Leiter hochklettern. Wahrscheinlich müssen wir jetzt irgendwie oben lang. Weil hier lag aber doch noch was, oder? Heieiei. Erschreck mich doch nie wieder, so du gemeines Spiel. Also wirklich. Ja, und wir machen jetzt nach dem Schock mal eine kurze Pause. Und sehen uns wieder in der nächsten Episode. Alter Schwede, das war ein richtiger Schreckmoment gerade und ich muss auch sagen, der Fight, der war richtig, richtig gruselig. Also ich war schon angespannt zwischendurch. Naja, und ich hoffe, euch hat's gefallen. Wir sehen uns wieder in der nächsten Episode von Left Behind.